Hallo liebe Fans der Ligue Vimoli HBL, ich bin Marius Steinhauser von der SG Flensburg-Handewitt. Ich habe zuvor bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt, von 2012 bis 2017. Jetzt hier meine dritte Saison in Flensburg im hohen Norden. Ich habe noch Vertrag bis 2023 und heute nehme ich euch mal mit auf meinem Instagram-Profil steini19 und wir durchforsten mal meine Insta-Welt. Dieses Foto ist sehr emotional für mich. Das war 2014. Da habe ich mein Comeback gegeben beim Abschiedsspiel von Oliver Rockig gegen die Nationalmannschaft. Für den Verein vielleicht nicht so erfreulich, weil wir einen Tag zuvor die Meisterschaft gegen den THW Kiel um 2 Tore verspielt haben. Dennoch für mich ein Riesenerlebnis, weil ich nach 2 Jahren wieder zurück war auf der Platte. Ich hatte 2 Kreuzbandrisse, war 2 Jahre komplett raus aus dem Handball und deswegen immer wieder schön, dieses Foto zu sehen, wo ich hier Stefan Sigurmansson auf dem Arm springe. Seitdem bin ich jetzt auch verletzungsfrei und hoffe, das bleibt noch so ganz lange. Hier haben wir ein Foto aus der SAH-Hochschule Heidelberg. Ich weiß nicht, ob das ein seltenes Bild ist, uns beide da anzutreffen, lernend. Aber Uwe und ich haben am Ende seiner Studienzeit mehr oder weniger alle Kurse zusammen absolviert. Für mich war es der Anfang meines Studiums, für Uwe eher, sage ich mal, das Ende. Wir können ja ihn dann nochmal dazu befragen, aber wir waren da in einem Gruppenraum in der SAH und haben zusammen gelernt. Dazu gibt es auch eine lustige Story. Wir hatten einen Kurs zusammen, Steuer, und waren da eigentlich relativ wenig, weil wir terminlich sehr eingespannt waren. Und einen Tag vor der Prüfung ruft mich Uwe an und sagt, ey Steini, komm schnell in die Uni, wir müssen lernen, wir schreiben das morgen. Ich so, Uwe, ey, wir waren nie in der Uni, wir können das nicht schreiben. Und so, doch, komm. Und dann bin ich in die Uni gefahren, wir haben die ganze Nacht bei ihm auch noch gelernt. Und am nächsten Tag schreiben wir die Klausur. Für ihn hat es gereicht, glaube auch, mit 4-0 und ich bin durchgefallen. Und genau das Gleiche war genau andersrum, wo ich ihn angerufen habe, motivieren musste. Und dann bin ich weitergekommen und er ist leider durchgefallen. Von daher mussten wir uns da immer selber ein bisschen pushen im Studium. Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich habe es sogar geschafft, vor ihm den Bachelor zu schaffen. Hier haben wir unseren ersten kleinen Mitbewohner zu Hause. Das ist unser Hund Jasper. Den haben wir letztes Jahr bekommen, im August 2018. Und wir sind wirklich richtig stolz, dass wir ihn haben. Macht riesig Spaß. Und so klein wie auf dem Foto ist er auf jeden Fall nicht mehr. Mittlerweile wiegt er 32 Kilo und zieht mich, glaube ich, durch die ganze Gegend. Aber nein, macht richtig Spaß. Jetzt vor allem, wo es im Sommer schön warm war, konnten wir viel rausgehen und konnten ja, die Bälle durch die Gegend werfen, konnten an den Strand fahren. Er schwimmt richtig gerne und er macht einfach uns beiden, meiner Frau und mir, richtig Spaß. Und deswegen sind wir glücklich, dass er bei uns in der Familie ist.